So, da sind wir wieder zurück. Mittlerweile in Zürich. Oder dem deutschen Wort Zürich. Bei Chase the Express. Und wenn das jetzt nicht da ist, ich raste. Ah, das ist da. Gut. So fair ist dieses Spiel also. Aha. Schauen wir uns an. Sieht genauso aus wie Mikrofilm A und B. Welche Lautstärke haben wir eigentlich? Das ist 50. Das müsste eigentlich okay sein. So, dann... Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, wir wollten nach... Wagen Nummer 15. Und ich merke gerade, um nach Wagen Nummer 15 zu kommen, müssten wir eigentlich jetzt in Wagen Nummer 11 rauskommen. Ich habe keine Ahnung... War ich wahrscheinlich ein bisschen geistig abwesend in der letzten Folge. Naja. Ist ja nicht so, als würde uns das viel Zeit kosten. Ne? So. Nur aber. Und die Mucke kommt wieder. Das soll halt implizieren, dass wir uns beeilen sollen. Da ja Christinas Leben von abhängt. Also werden wir mal hier ein bisschen durchsprinten. Hey you! Aua! Das machst du nicht nochmal. Oh. Sieht so aus, als hätte da was fallen lassen. Ich guck nochmal schnell nach. Na aber. Ein First Aid Kit. Sehr nice. Genau das, was wir brauchen. Nach dem Rumgepimmel da mit dem dritten und eigentlich letzten Boss. Ich werde jetzt einfach alles ummähen, was jetzt mir vor die Flinte läuft. So, auch den Kollegen. Aber wir brauchen jetzt echt nicht mehr Items aufnehmen, von wegen noch Munition und... na. Minipacks, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Alles Quatsch. Du gehst noch drauf. Und noch einer. So, jetzt kommen wir wieder zu Wagen Nummer 14, den kaputten Wagen. Dort konnten wir ja beim letzten Mal nicht weiter, weil da noch das Feuer gegenüber war. Das ist jetzt mittlerweile ausgebrannt. Und was ist denn hier los? Schon wieder ein Shootout. Ah, okay. Die Leute wollen also wieder hier aufs Maul. Geben wir denen das. Ja gut, wenn Munition nun direkt vor unserer Nase liegt, dann nehmen wir es noch mit. Und ich hoffe, dass die nachfolgende Sequenz... aufgenommen wird, weil ich hatte das schon mal, dass Sequenzen nicht aufgenommen werden. Wenn nicht, dann tut es mir wirklich leid. Das ist nämlich jetzt in einem anderen Format. Nämlich wieder so eine Full-Motion-Sequenz. Und das könnte natürlich sein, dass das jetzt nicht aufgenommen wird. So, der BRDMSA9 Gaskin, ein amphibisches Fahrzeug. 100 Meilen pro Stunde für 4 Personen, Infrarot, Nachtsichtgerät,
Reifen mit Ketten dran und ein Reifen-Luftdruck-Kontrolliersystem und Anti-Aircraft-Missiles, also Boden-Luft-Raketen. Und hier haben wir auch nochmal ein Assault-Rifle-Magazin. So, was müssen wir jetzt hier großartig noch umändern? Soweit nichts. Ich habe alle Discs dabei, die Mason haben könnte oder wollen würde. Und dann schauen wir uns die Sequenz an. Mason, I have what you want. Just as I thought. It was the ambassador who was in that radiation suit. Now show it to me. So, was will er jetzt? Er will die Secret Information Disk, ne? Okay. Here it is. Good. Drop the gun and hand over the disk. No. Release Christina first. Who do you think has the advantage right now? Christina, walk slowly toward me. Hurry up! Bulletproof glass. Yes. Tough luck, Lieutenant Morton. Damn! I'm really grateful to both of you for bringing this disc from the ambassador. Oh, and to show my appreciation for what you've done, I'm going to tell you what's on it. Recorded on this disc is the blueprint for a hydrogen engine that can supply all the energy for the next generation. Something the whole world is interested in. And the IC is a prototype which will be inserted into the center of the engine as a stabilizing device. Surprised? Can you imagine the astronomical profit I'm going to make from this engine? Well, time is up. This place is also going to blow. Oh yes, the little surprise that Boris planted will start ticking soon. You don't have much time, so you'd better start looking for it. And that briefcase over there, it's a little gift for you. Please, take it with you. Right at this moment, I possess all the wealth in the world. Yes! Now I am Rex Mundi! King of the World! Aha. Okay. Alles klar. Ganz ruhig. Das nehmen wir noch mit. Henry Matisse Ballerina, Edgar Degas Two Dances, Gustave Courbet, The Sleeping Woman, Leonardo da Vinci, Madonna Benoist und ja, der Rest. So, Leute. Wir haben also gerade gehört, was Mason vorhat. Dort war in dieser Disc war halt ein Prototyp eines neuen. Ich weiß nicht, ob es ein Motor war oder ein Generator war. Auf jeden Fall ein ziemlich wertvolles Ding, ein Prototyp für die nächste Generation. Und daran ist natürlich die ganze Welt interessiert. Und wir müssen jetzt ganz schnell hier raus und Christinas Handschellen lösen. Mit diesem Schlüssel. We've got to get away from here fast. Wir müssen jetzt schnell hier raus. Zum Glück fällt da aus irgendeinem unbefindlichen Grund irgendwas von der Luke des Panzers, aber indem wir uns jetzt verstecken können. Ich kann die Luke öffnen. Sollen wir reingehen? Jo. Geh mal rein.
Okay. Das haben wir geschafft. So, da ist der Mason auch gerade entkommen mit dem Helikopter aus Wagen Nummer 16. Das wäre auch eigentlich der Bossgegner gewesen, den wir ja aufgrund unseres verringerten Schwierigkeitsgrades leider nicht bezwingen können. Selbst wenn wir auf Schwierigkeiten normal gespielt haben, müssten wir dafür einige andere Kriterien erfüllen, die ich nicht weiß. Das war gerade ein ziemlich fieser Hinterhalt. Und da liegt noch was für mich. Ja, super, ein Machine Gun Magazin. Habe ich jetzt nicht so die Muße nach. So, wir legen nochmal alle Gegenstände. Okay. Dann machen wir das im nächsten Wagen. Und wir nähern uns schon dem Ende des Spiels. Wir müssten jetzt eigentlich in Genf sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe nämlich vorhin nicht gesehen, wo wir sind. Wir sind in... ja, Genf. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen was ablegen. Und wir müssen jetzt zurück nach Wagen Nummer 4. Und wir haben noch zwei Discs. Eine davon werden wir Billy geben, die andere bekommt der französische Botschafter. Glaube ich zumindest. Vielleicht kann das aber auch sein, dass wir dem Botschafter die Disc nur geben müssen, wenn... wenn wir das normale Ende erreichen. Ist natürlich auch möglich. Werden wir sehen, ne? Kein Erbarmen kenne ich mehr. So, Wagen Nummer 11, dann müssen wir jetzt hier rauf. Und dann nach Wagen Nummer 9 zurück. Kennt ihr ja, ne? Hier in Genf sieht es natürlich wunderschön ländlich aus, ist ja keine große Stadt. Gibt ja auch keine Genfer Konvention hier oder sowas. Nee, nee. Ist ein kleines Bauerndorf. 4000 Einwohner maximal. Ne? Genauso wie Berlin. So, die Mucke ist mal wieder ansprechend und dynamisch. Und wir hören schon wieder diese komischen Roboter. Und wo sind die natürlich drin? Nicht in Wagen Nummer 8, diesmal in Wagen Nummer 9. Nichtsdestotrotz sind die nervig. Puh. Und noch einer da vorne.
So, ohne Probleme sind wir daran vorbeigekommen. Ach, wir machen schon wieder 15 Minuten. Dann würde ich auch mal sagen, wir sehen uns. Bis gleich.